Jetzt schauen wir in die Eberbox, jetzt schauen XXL. wir in die Eberbox, jetzt schauen wir in XXL. die Eberbox, was ist da XXL. alles drin? Ein ganzes Kartenspiel voller Preise. Juhu! Na dann leg mal los. Wir haben bei TikTok ja gerade schon ein bisschen wieder vorgespielt, ihr wisst ja Ja. Bescheid. Und für jede dieser Karten, das sind die Herzkarten von Herz 2 bis Herz Ass, gibt es ein Bei Geschenk. der 7 gab's Bei der die 7 gab es Näpfe. die neuen Schneckennäpfe. Dann lass uns mal zum Terrarium gehen und die reinstellen. Ja. Ich komme direkt hinter dir mit. Voilà. Mensch, mein Zeh macht mir immer noch zu schaffen. Nicole läuft vor, ich zeig ihren Hintern. Nicoles Hintern. Nicoles Hintern kann man überwintern. Guck mal, da hat sie Rocker, Rocker Nutrition. Huhuhu. Hier ist das neue Terrarium. Ja, da werden die sich freuen. Hier kommt dann gleich noch ein bisschen Essen drin. Nimmst du dann gleich das Herz Ass mit nach vorne? So, Damit es Freund. vielleicht ein bisschen rauskommt dann auch. So, mein Bester. Wo ist denn dein Riese? Ach, da Nee, ich hinten. lasse ihn noch ein bisschen schlafen. Aber da müssen wir ja noch mehr hier hintergehen dann. Nö. Wir Wie, lassen ihn nee. schlafen. Hä? Aber das ist doch das Herz Ass. Der Preis im Herz Ass ist Bigfoot. Ach so. Hast du da auch geschenkt bekommen? So, komm her, mein Freund. Kann doch ganz in Ruhe, vielleicht kommt er raus. Wenn nicht, dann nicht. Da, 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 Hab dann noch nicht gesehen. Da, 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 da. Jetzt bin sogar ich aufgestanden. Was ist denn das, was du da in der Hand hast? Das sehen wir erst später, Moritz. Was war denn das nächste? Kannst du ihn hier hinsetzen? So, da kommen wir nachher dazu. Was war das nächste? Das nächste war die 10. Und die 10, das war das T-Shirt, was Nicole anhat. Ja, den Teig beim Drehen bekommt. Sie total hat nämlich cool. mit Alpha Gorilla gedreht. Ja. Mit Yumi und Monty, ne? Genau. Und da hatte ich dann, habe ich dann dieses tolle T-Shirt bekommen. Jetzt bin ich voller Dreck. Wir sagen euch Bescheid bei TikTok und so, wenn das Video rauskommt, dann ja. kriegt ihr einen Link dazu. Denn sind wir jetzt bei König. Nee, beim Buben. Achso, beim Buben. Der Buben waren die Quetschis. Wo sind die Quetschis hin? Die Quetschis. So, hier Weil Nicole war ja vor ein paar Tagen im Hospiz und da das haben ist sie ein mir kleines ein Dankeschön. Riesenpaket mit Obst. Also und noch jede Gemüse Menge gegeben. anderes Zeug. Da war noch Melone dabei. Und das ist für Monty, der liebt das nämlich total. Gut. Lecker! Jetzt kommt der König. Dann und können wir jetzt nämlich gleich kommt noch der eins anbringen. König. Und zwar ist das, Edona hat uns ermöglicht, dass wir diese Fenstergarnituren holen. Das kommt ins Auto. Und das baust du jetzt noch an, das lange Ding da, ne? Genau, eins hängt ja schon. So, das eine hängt schon, da kannst du ja Juju noch mal reinsetzen, damit wir sehen, wie das aussieht dann. Setzt der Juju noch mal rein oder nicht? Oder? Ja, wir machen erstmal das hier an. Bin ja mal gespannt, wie du das hinkriegst. Okay. Leck es an! Lalalala. Weil hier sitzen die am meisten. So weit oben? Ja, die Äffchen sitzen ja hier immer. So weit Warum oben. Nicht tiefer? Weil die da rauf hopsen sollen. Außerdem will ich mich ja da auch noch mal hinsetzen. Na gut. Und schlupp. Super. Dann setz mal Juju drauf, ob das hält. Ja. Ja, das hält. Nein, Juju. Muss nur noch das Preisschild abknibbern. Na. Das brauchen wir nicht. Ist immer noch Plastik dran. Jetzt hat Juju einen optimalen Prinzessinnenplatz. Und die Äffchen können wir auch setzen. Vielen Dank, Edona. Dankeschön. Ups. Oh, ja. So, jetzt kommen wir so. Zu neuen Karten. Nee, kommen wir noch nicht. Denn jetzt kommt ja erstmal noch ein Jujus Plüschi. Aber kann es sein, dass er den nicht so doll mag? Doch, den mag sie voll. Hui! Juju! Der TikTok hat man ihn nur ganz kurz jetzt. Den zeigt man den Flamingo richtig. Der hat ja sogar Glitzers und so. Da Glitzer und da unten den hat er findet Juju voll cool. Wie ein Glücksbärchen hat er da so ein. Juju, komm mal runter. Okay, sie mag ihn. Muss mich revidieren. So, kann Moritz vielleicht ein bisschen quetschi haben? Weil der ist ja irgendwie. Nö, das machen wir nachher. Na, wir sind doch jetzt dabei, gib ihm noch ein bisschen quetschi. Nicht, das ist zu viel Säure, da kriegt dann ja wieder Kotzerei. Da hat keinen Bock drauf. Die 5. Ja, das war ja der Plüschtier. Was Und kommt jetzt? Jetzt kommt die 9. Und die 9 ist. Die 9, die 9, die 9. Die neue Decke für Monty. Ja, oder für Mummi. Mummi kann sich da auch mal drauflegen. Ich denke, du wolltest die als Spieldecke für Monty ja, nehmen. Ja, aber Mummi, wenn. Oder eine Decke für Unicorn. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine neue Decke. Die aussieht guck wie ein mal, Schmetterling. Unicorn findet die voll cool, die Decke. Gleich beschlagnahmt, wa? Ja, sagt sie, ist meins. Dankeschön.
Ja, die findet sie toll, die Decke. Fein. Lässt sich einfach waschen, kann man den Kopf drauflegen. Die legt sich dann gleich wieder auf. Pass auf, ich schmeiß mal weg hier. Tschau. Und ruf auf die Decke. Siehst du, also. Okay, annektiert. Madame hat kommt es. Jetzt? Und jetzt kommt die, das Ass. Das Ass. Und dann sind wir da. Das hat uns die Melanie besorgt. Den kleinen. Der den kleinen Bigfoot. Der heißt Bigfoot Kaminski. Okay. Der hat übrigens lauter Risse im. Aber sie hat ja auch Schnecken, die Frau Müller und Herr Scala heißen, ne? Ja. Die heißen, die hat ja übrigens lauter Sprünge in der Schüssel. Meinst du, das wird wieder? Meinst du, er ist unterkalkt oder so? Ja, das kann sein, dass oder das Terrain zu groß klein ist. War. Und dann kann es, und dann hat er so spät Kalk bekommen. Kann alles sein. Aber egal, er ist ja trotzdem fit. Okay. Aber der kommt noch nicht alleine raus, ne? Nee, der ist noch nicht schüchtern. Die zwei. Die zwei ist die Aufgabe der Woche. Was müsst ihr tun für den Preis, den es nächste Woche zu gewinnen gibt? Und um es einfach zu machen, dasselbe wie diese Woche. Wir haben freitags um 18 Uhr die Rubrik Ihr habt es so gewollt. Und alles, was ihr tun müsst, ist unter dieses Video oder unter das Video vom Freitag. Genau. Schreibt mal drunter. Drunter schreiben, was die Eine Tiere Aufgabe. Machen sollen. Letzte Woche haben wir ja nicht geschafft. Michelle hat ja... Ja. Aber naja. Paul hat sich Mühe, Unicorn hat sich Mühe. Was soll's. Aber... Dazu kommen wir dann gleich. Das nächste ist? Die 8. Und die 8 ist die Verlosung der Woche. Und damit haben wir es schon. Juhu. Wir haben unter allen, die eine Aufgabe gestellt haben, Michelles Aufgabe ausgelost. Und er hat damit den Preis gewonnen. Michelle. So einfach ist es in Zukunft. Michelle, das Puzzle, was hier irgendwo rumliegt, ist dein. Warte, Moment, das sind wir schon. Da kommt dann noch eine Widmung rein. Ja. Bitte schön, dieses Affenpuzzle. Und eine Autogrammkarte wird dann zu dir nach Hause geschickt, liebe Michelle. Gratuliere, es ist dein. Damit wisst ihr jetzt auch, was ihr machen müsst. Ihr schreibt eine Aufgabe rein und wenn wir die Aufgabe nehmen, habt ihr automatisch gewonnen. Genau. Viel Spaß, Michelle. Jetzt hast du einen Original Monty. Ja, so. Ja, nächste Karte. Die Herzdame. Die Herzdame ist... Moment, kannst du mal kurz Juju filmen? Juju, was du bist meinst ja du denn? Alles am Stück und da brauche ich leider ein bisschen mehr Kraft. Juju ist total begeistert. Willst du mal kurz zeigen? Dein neuer Knopfteppich. Dein neuer Knopfteppich, Freunde. Juju, pass auf, dass du den hier erschlägst, ey. Den Knopfteppich an. Den findet Juju auch toll. Ui. Ja, der ist toll, wa? Ui, Juju. Ein neuer Knopfteppich. Ja, ihr seht, Juju findet den Teppich voll cool, voll nice, voll hin und her gerissen. Vielleicht hat ja der ein oder andere von euch auch so einen Knopfteppich zu Hause. Aber um nochmal auf die Verlosung zurückzukommen, ab nächster Woche werden wir dann also an dieser Stelle die nächste... Der Teppich ist jetzt ihr Lieblingsteppich! Ab nächster Woche werden wir an dieser Stelle die Aufgabe der nächsten Woche auslosen, damit ihr schon wisst, was dann kommt, worauf wir uns vorbereiten können. Ey, guck mal, was macht die denn da? Dreht Kreise. Juju sagt, mein Knopf und ich leg mich hin. Super. So, dass wir sonntags ihr dann erfahrt, wer gewonnen hat. Dann jetzt die 3. Die 3? Ja, die 3. Das ist die 3. Das ist Montys Nigelnagelneues. Handtasche. Handtaschenbuch. Ja, Monty liebt es nämlich, Sachen zu zerschreddern. Und hier kann er mal richtig sie austoben, Freunde. Hier kann er nämlich an der Uhr drehen. Wer hat an der Uhr gedreht? Hier kann er hier die Seiten rausreißen. Oder wer hat denn da den letzten Keks gegessen? Jedenfalls nicht. Hier kann er das rausreißen. Ja, da kann er einen geheimen Brief aufmachen. Hier kann er die Schnüre durchkauen. Oh, was steht da? Geheim? Geheim. Ich teile nicht gern. Das ist auch Monty. Das ist Original Monty, ja. Dann kann er da noch eine Rotzfahne. Hier kann er, eine Corona-Rotzfahne, ja. Jedenfalls da kann Monty schön mitspielen. Werdet ihr in dem Livestream mal sehen, wie er das schön zerlegt. Die 4 ist der Preis der nächsten Woche. Juhu! Und der Preis der nächsten Woche ist natürlich was für die Tierförderung. Ein Klickerbuch. Aber ein kleines diesmal. Ja, klein, aber Und ihr wisst klein. Ja Bescheid, schreibt eine Aufgabe rein. Und ihr werdet gewinnen. Dabei mit sein. Das ist übrigens nicht nur für Hunde. Ihr könnt es auch für Katzen, für Meerschweinchen, für Kaninchen, für Hamster. Ihr könntet Klickertraining, ist ja für alle Tiere da. Genau. Okay, so. Nächste Karte und die letzte Karte. Die 6. Ist die 6. Was gibt's da denn eigentlich? Und die 6 ist die neue. Wo ist die Spinnenangel hin? Da oben ist sie. Ja! Die Spinne! Jujus neue Spinnenangel. Juju, komm! Wow, die Spinne! Und seht ihr, Moritz hat ja nicht so viel Energie, der hat sich gleich wieder hingelegt. Ja, eine Spinne! Eine Spinne! Die mag sie und bestimmt Leonardo und Fuxi werden die auch toll finden. Martin ist kaputt! Juju!
Und das war's für diese Woche. Abonniert den Kanal. Seht ihr, für die großen Hunde gibt es immer so Knopse, wa? Und für Juju reicht eine kleine Katzenspinne. Ja, yeah, die geht voll ab da drauf, ey. Die geht voll ab! Die geht voll ab! Yay, Juju! Und da, ups. Mittwoch geht's dann wieder weiter mit... Oh nein, die hat alles geklaut. Ja, Mittwoch geht's weiter, liebe Leute. Mit dem Leute. Nächsten verrückten tierischen Experiment. Ja. Ich habe mir was ganz Tolles ausgedacht, als ich neulich ein bisschen chillaxed habe. Oh je, oh je. Ich glaube, ich hole diesen Mittwoch meinen ersten Punkt. Oh je. Gut. Der fässt sich an, als hätte er Pickel. Ja, ich finde auf dunkler Haut diese hellen Dinger. Los, mach mal scharf. Da. Aber er sieht schön aus. Mach scharf, habe ich gesagt. Er hat voll die coolen Fühlerchen, finde ich. Vielleicht will er nächstes Mal rauskommen. Irgendwann sieht er den bestimmt. Wir müssen ihn immer wieder rausholen, dass er sich entspannt. Habt noch einen schönen bis Sonntag. Tschüss. Und wir sehen uns Mittwoch 18 Uhr wieder. Ciao, ciao. Hallo, kleiner Baby.